So, wir schauen auf die Uhr und sehen 58 Sekunden. Sehr begeistert sein von ihrem Liebsten. Er hält sich hier nach wie vor richtig gut. Jetzt. Oh! Jakob, haben wir von Innsbruck Bällen, normale Spielbälle? Und Dübel einmal. So. Sehr, sehr zufrieden sein kann. Ja, und in diesem Moment war es dann das vierte Tor, was er hinnehmen musste in der. Gesagt, legt er gleich noch eins nach. 5:0. Wieder durch Silvio Schwitzki. Ja, jetzt macht sich vielleicht dann doch der Nerv. Die Frage, also wie das muss man eigentlich folgen, mindestens in der zweiten Halbzeit vielleicht das eine oder andere Mal dann noch nicht mehr machen. Und die zur Bestrafung das 6:0.
für Bundesarbeit. Ja, so ist das eben manchmal. So, und da ist er der Halbzeit 5. 6. Der Sohn von Big Boss von der SD Reinersdorf, Sven Jude. Vielleicht kriegen wir das jetzt erstmal für den Sven mal einen extra Applaus hier hinzaubern aufs Spielfeld, weil ich habe mir nämlich sagen lassen, der Papa hofft wohl ein kleines bisschen, dass das Sven seine Fußballschuhe hier auf dem Waldstadion. Aber so viel Zeit ist zumindest jetzt. Diesmal war er machtlos, musste also auch das erste Tor mitnehmen in der zweiten Halbzeit. Gestorbener Ex-Mitglieder der SD Reinersdorf. Und das ist doch, finde ich, mal eine richtig tolle Geschichte. Ja, das ist dann natürlich bitter, das passiert mit dem Kräften nachlassen. Quasi eine Vorlage zum 0:8. Dann gibt er einen aus. Jetzt ist natürlich die Frage für die Mannschaft oder für den ganzen Sportplatz. Das können wir vielleicht dann noch auswerfen, wenn es soweit ist. Ich erinnere nochmal an den Spielstand. Ich stehe 8:0. Und was für eine Parade von Frank Rebisch, oder? So, und langsam wird nochmal eine wunderschöne Zahl, werte Zuschauer, wir haben es vorhin gesagt, die Nachwuchskinder des SG Reinersdorf sind mit ihrem Nachwuchsschwein durch die Reihen gegangen und jetzt haben sie fleißig gezählt und sind auf die stolze Summe von 254,90 € gekommen. Also das ist doch aller Ehren wert. Vielen, vielen Dank an alle Spender, die SG Reinersdorf, die Nachwuchsabteilung, die kann es gut gebrauchen. Es würde euch heute keiner übel nehmen. Jetzt kommt die Flanke nach innen. Und da ist wieder ein Roter. Aber der Nachschuss nochmal. Ja, wir hatten das schon. Ronny Schmidt lässt sich da nicht ärgern mit David. Er kommt das Schlusspfiff. 8:0 Rückstand. Gut, dass er rausgeht.